Hallöchen meine Zuckerschnecken und herzlich willkommen zum heutigen Paint Day. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken, Kommentare sind auch sehr gerne gesehen und natürlich auch abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. So, ich hoffe, der Sommer kommt bald, deshalb werden wir uns heute mal um ein Thema des Sommers widmen und zwar Schmetterlinge. Wir werden heute ein Design machen in Schwarz und Pastell Rosa. Mit einem schwarzen Schmetterling drauf. Mal gucken, wie das so wird. Und vielleicht machen wir da auch noch ein bisschen Glitzer drauf. Mal gucken, was das Ganze so dann ergibt. Ja, zu dem Schwarz. Ich habe schon mal so alles vorbereitet. Die Tipps habe ich schwarz eingestrichen. Und dann mit Mattlack bzw. Matt-UV-Lack eingestrichen. Und der Mattlack funktioniert ganz einfach. Diesen Matt-UV-Lack ganz einfach auf die angeraute Oberfläche des nachgefeilten Nagels auftragen. Das Ganze dann in die Lampe rein. Achtet wirklich darauf, dass ihr jede Stelle einstreicht. Dabei auch darauf achten natürlich, dass ihr nicht an die Haut kommt. Ich bin immer ein Fan davon, das zweimal zu machen, damit ich auch wirklich sicher gehen kann, dass das Ganze nirgendwo mehr glänzt, also keine glänzenden Stellen mehr hervorkommen. Deshalb mache ich das Ganze lieber zweimal. Und achtet auch darauf, dass ihr die Ränder mit einstreicht, damit da auch keine glänzenden Stellen übrig sind. Und ja, bei diesem Mattlack müssen wir dann zum Schluss noch die Schwitzschicht entfernen. So kommt er dann aus der Lampe heraus. Das heißt, er glänzt noch ein wenig. Das Ganze wird dann noch schnell abgecleanert. Und dann, wenn ihr einmal drauf pustet, wie von Zauberhand, wird das Ganze matt. Somit sind die schwarzen Nägel schon einmal fertig. Aber was braucht ihr jetzt für den Rest des Designs? Ihr braucht einmal auf jeden Fall Schwarz von der Firma Marielle. Dann braucht ihr natürlich noch einen Einer-Pinsel und vielleicht noch einen etwas größeren Pinsel. Ich nehme jetzt hier einen kleinen One-Stroke-Pinsel, um das Ganze dann auszumalen. Die schwarzen Nägel sind jetzt schon fertig. Die werden wir jetzt nicht mehr anfassen. Die beiden werden wir jetzt mit dem Muster einstreichen. Und zwar die eine Hälfte des Schmetterlings wird hier sein und die andere Hälfte des Schmetterlings wird hier sein. Ist ein bisschen kompliziert, aber sieht ganz geil aus, wenn die Kundin dann die Hände zusammenhält. Ist das wirklich ein ganz schöner Effekt. So, fangen wir jetzt erstmal an mit dem Schwarz. Das geben wir uns auf die Malunterlage und fangen dann erstmal an mit unserem Einer-Pinsel. Mit unserem Einer-Pinsel die eine Hälfte des Schmetterlings zu malen. Ich mache jetzt hier erstmal den großen Flügel dran. Ich möchte, dass hier ungefähr die Spitze ist und das Ganze dann blattförmig nach unten läuft. Hier müsst ihr jetzt nicht versuchen, die dünnsten Linien hinzukriegen, außer hier oben an der Spitze. Ansonsten könnt ihr da relativ grob durchgehen und dann machen wir erstmal den oberen Flügel fertig und machen dann mit dem kleinen unteren weiter. Der Schmetterling bekommt natürlich auch noch Fühler, ganz wichtig, denn sonst kann er nicht fühlen. Und natürlich einen sexy Körper kriegt er auch noch. Und dann malen wir das Ganze mit dem dünnen One-Stroke-Pinsel einmal komplett aus. Und damit hätten wir schon mal die eine Hälfte des Schmetterlings fertig. Dann beginne ich direkt mit der zweiten Hälfte. Dann beginne ich erstmal mit kleinen Punkten mir Markierungen zu setzen, damit die Flügel auf derselben Höhe sind und ungefähr gleich aussehen. Und dann beginne ich
die ganzen Punkte miteinander zu verbinden. Zwischendurch immer mal vergleichen, ob das Ganze auch immer noch zusammenpasst. Jetzt auf der einen Seite der Flügel etwas größer geworden, kein Problem, dann mache ich doch einfach die andere Seite auch etwas größer. Den hätten wir dann schon einmal soweit fertig gemalt. Ich werde jetzt noch so ein paar silberne Applikationen reinsetzen, und zwar wieder von der Firma Neonails, da habe ich mir einiges bestellt. Gucken wir mal, wie das hier so funktioniert, ist auf jeden Fall schon mal eine Riesensauerei. Das sind ganz kleine silberne Flakes. Die sind sehr dünn, quasi wie Blattgold, und lassen sich daher sehr gut in so eine Versiegelung einarbeiten. Dann nehme ich mir erstmal meine Versiegelung von Neonails und versiegel erstmal den Nagel einmal dünn, um dann diese kleinen Flakes einzuarbeiten. Dann kommt der Einer Gelpinsel zum Einsatz, und mit dem nehme ich dann einfach ein bisschen Versiegelung auf und lege die Flakes dann quasi in die Versiegelung ein. Dabei ist euch natürlich freie Hand gelassen, wie ihr das Ganze gestalten wollt. Ich mache so ein bisschen an die Ränder des Flügels, aber wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Wenn ich die Flakes aufgelegt habe, nehme ich dann noch einmal mit dem Einer Pinsel etwas Versiegelung auf und tupfe das Ganze dann auf die Flakes drauf, damit die Flakes komplett mit Versiegelung umschlossen sind. So sieht das Ganze dann später schöner aus, und es sind natürlich auch keine rauen Stellen mehr da, die die Kunden stören könnten. Dann natürlich das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. Muss jetzt nicht exakt gleich sein, aber ja, an derselben Stelle auf der anderen Seite sollte es natürlich sein. So, und das war's auch schon mit unserem Schmetterling. Das Ganze natürlich zweimal versiegeln, ganz wichtig, damit euch die Acrylfarbe nicht abplatzt, und auch ganz wichtig, an den Rändern versiegeln, da wo ihr die Acrylfarbe aufgetragen habt. Ja, fertig. Das war's jetzt auch schon mit dem heutigen Paint Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann natürlich gerne wie immer sharen, teilen, liken und kommentieren, abonnieren, alles was ihr wollt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.